Hallo, hier ist Markus Herr. Ja, heute habe ich etwas ganz Besonderes vor, was wir in der Zukunft öfter durchführen wollen, und zwar mit interessanten Menschen Interviews auf YouTube zu veröffentlichen über ihr Leben, ihre Entwicklungsgeschichte, ihren Glauben. Und heute haben wir Antonia Katharina Tesno zu Besuch, worüber ich mich sehr freue. Wir kennen uns jetzt seit etwa 2 Jahren. Und sie wohnt in dem wunderschönen Suckow, wo meine Frau und ich auch schon zu Besuch waren, in der Mecklenburgischen Schweiz. Und sie hat eine Bolonka-Hundezucht. Ganz niedliche, hübsche Hunde. Ich zeige das mal ganz, ganz kurz für die, die jetzt nicht so die Hundeexperten sind. Und Katharina, du hast ja ein Jagdschloss gekauft vor einigen Jahren und das zu einem Paradies gemacht, mitten in der Natur. Und vielleicht erzählst du erstmal was über deinen Hintergrund. Bist du aufgewachsen in der Mecklenburgischen Schweiz? Wo kommst du her? Was ist deine Herkunft? Und ich will vielleicht noch mal ein Wort dazu sagen, dass Antonia Katharina eine enorme Entwicklung die letzten Jahre hinter sich hat, weil sie aus Esoterik kommt und hat viele Reisen um die ganze Welt gemacht, Gott gesucht, Sinn des Lebens gesucht und hat auch, ist Buchautorin. Sie malt, sie macht Musik. Sie macht Hundezucht, sie schreibt Bücher und das ist einfach sehr, sehr interessant. Und sie ist aus Esoterik und der Suche nach Sinn des Lebens dann zum Glauben die letzten Jahre gekommen. Aber zuerst einmal, Katharina, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Sag doch vielleicht mal was zu dir und deinem Hintergrund. Ja, hallo, lieber Markus, liebe Zuschauer. Großen Segen für euch alle, für dich, lieber Markus, und für euch, die ihr da sitzt, an YouTube, an den Kameras und uns zuhört heute. Und das Jagdschloss, in dem ich wohne, ist ein Jagdhaus tatsächlich. Es ist kein Schloss, es ist mein persönliches Schloss tatsächlich. Aber es ist ein Haus und mein Weg hat mich ganz ursprünglich von West-Berlin, und zwar am Rande West-Berlins, am Steglitzer Stadtpark, an dem wunderschönen Steglitzer Stadtpark bin ich aufgewachsen und bin kurz nach der Wende, das war ungefähr, als ich die Schule abgeschlossen habe, vom Westen in Osten gegangen und auch im Osten hier in Deutschland jedenfalls geblieben. Ich war ein Jahr in den USA gewesen. Ich habe, wie Markus gesagt hat, auch in anderen Ländern gelebt. Habe über mehrere Stationen Amerika, Süddeutschland, dann Indien noch mal 3 Jahre, wo ich sehr in der Esoterik verstrickt bin. Da kommen wir sicher noch drauf heute im Laufe des Gespräches. Immer die Natur gesucht und das Leben doch etwas in der Abgeschiedenheit gesucht. Und am Ende gemeinsam mit meinem damaligen Ehemann Gregor Tesno, der dieses Haus gefunden hat, nach Mecklenburg gezogen, in Alleinlage hinter einem kleinen Dorf direkt an der Grenze zur Mecklenburgischen Schweiz, die ich hinter meinem Haus habe und der wunderschöne Naturpark, der hier beginnt und der es mir und meinen Hunden erlaubt, hier draußen in Frieden zu leben. Ja, wunderbar. Wie sah denn dann dein Weg zum christlichen Glauben aus? Was waren die Stationen? Du hast Esoterik erwähnt, andere Länder. Wie war deine Station, dass du zum wahren Glauben an den Schöpfer von Himmel und Erde, an Gott gekommen bist? Also von West-Berlin aus, da hatte ich als letzte Station eine kleine evangelische Schule besucht, die ich auch abgeschlossen habe. Und die habe ich eigentlich nur gesucht. Die habe ich nur besucht, weil das die nächste Schule war, die bei uns zu Hause war. Da musste ich morgens durch diesen wunderschönen Steglitzer Stadtpark und am anderen Ende des Parkes war diese kleine evangelische Schule. Also Gott hat damals schon meinen Weg in diese evangelische Schule geführt. Wenn eine andere Schule näher gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich in eine andere Schule gegangen. Also das war wirklich ganz, ganz geleitet damals schon. Und von der Schule aus bin ich dann nach, die Wende war gerade
als ich in der 9. Klasse war, kam die Wende und bin danach ein Jahr als Austauschschülerin in die USA gekommen, nach Iowa, in eine ganz abgelegene Farm zu einer ganz christlichen Familie, die damals schon ohne Fernseher, ohne Radio gelebt haben, die Bibel gelesen haben, Homeschooling gemacht haben, gebetet haben vor jeder Mahlzeit, ihr eigenes Brot gebacken haben und also die sehr, sehr christlich gelebt haben. Auch das war gar nicht meine Intention. Das hatte ich auch gar nicht geschrieben in meine Bewerbung. Aber Gott leitete mich von der evangelischen Schule zu dieser christlichen Familie in die USA. Und als ich dann wiederkam und nach Teltow gezogen bin, von Berlin, West-Berlin verlassen und in den Osten gezogen bin, da habe ich irgendwann Anfang der 20er eine ganz interessante Geschichte gehört, dass ein katholischer Priester aus der Kirche ausgetreten ist, nachdem er die Bibel gelesen hatte, weil er nicht in Einklang bringen konnte, was in der Bibel stand und was die katholische Kirche lehrte. Damals wusste ich noch nichts über die Kongregation der katholischen Kirche, das wusste ich noch nicht, aber das hat mich so inspiriert, dass ich das erste Mal das ganze Neue Testament gelesen habe, weil ich dachte, da muss ich jetzt wissen, was da drin steht, dass sogar ein Priester aus der Kirche austritt. Und da habe ich das erste Mal die Bibel gelesen und bin dann aber irgendwie aus heutiger Sicht abgerutscht, tief ins New Age, in die Esoterik, ins Okkulte, und habe wirklich über 20 Jahre meinen Weg gesucht, bin dann, habe das erste Mal geheiratet, bin nach Süddeutschland gezogen, mein erster Mann ist ein Jahr nach der Hochzeit mit dem Motorrad tödlich verunglückt, dann bin ich wieder nach Berlin gekommen, habe hier als Landesverbandstrainerin gearbeitet im Olympiastadion Berlin und habe die Landesverbandspferde trainiert. Bin dann im Zuge meines Heilpraktikerstudiums ganzheitliche psychophil-esoterische Kurse auch gemacht. Und nicht in der Heilpraktikerschule, aber anderweitig. Viel gelesen, war da ganz drin und bin dann nach Indien gegangen, in die Palmblatt-Bibliothek, habe jemand auf meiner Reise dort kennengelernt, wo ich dann 3 Jahre lang danach in Indien gelebt hatte, in Bombay. Und habe aber mein ganzes Leben in der Esoterik und im Okkulten und im New Age in einer permanenten Krise verbracht. Und die Krise wurde immer schlimmer. Meine Lebenskrisen wurden immer schlimmer. Mein Zustand wurde immer schlimmer. Mein mentaler Zustand wurde immer schlimmer. Und bin dann über unterschiedliche Bücher, konkreter gehen wir später da auch nochmal drauf ein, im Zuge noch von weiteren ganz interessanten Themen, die wir noch besprechen, bin über einige Bücher, Gott sei Dank, hat Gott mich dann wieder zurück zur Heiligen Schrift geleitet, wo auch tolle biblische Projekte daraus entstanden sind. Er hat mich die Bibelschule finden lassen, was ein riesengroßer Segen war. Die ISDD-Bibelschule, die wird einige Male noch erwähnt werden in diesem Interview. Ein großer Segen für mein Leben. Das war ein großer Teil, der mich wirklich gerettet hat. Und am Ende konnte ich wirklich über das erneute Studium der Bibel, über ein wirkliches Bibelstudium im wahrsten Sinne des Wortes, was ich dann angefangen hatte, tief in meinem Herzen zurück zu Gott finden und zu Jesus. Wow. Ja, danke, dass du das so offen mitteilst. Das sind ja spannende Stationen, ich denke, womit sich viele identifizieren können, ne? Wo du einfach nicht Erfüllung gefunden hast auf diesen anderen Wegen der Esoterik, des Okkultismus. Du hast ja auch eine ganze Menge Bücher geschrieben, einige Bücher. Wie kam es überhaupt dazu, dass du angefangen hast, Bücher zu schreiben? Und welche Rolle hat das für deine persönliche Entwicklung gehabt? Also ich habe immer auch geschrieben, immer. Und als ich dann meinen zweiten Ehemann kennenlernte, nachdem ich aus Indien wieder da war, ein Jahr danach, Gregor Tesno, von dem ich auch meinen Namen habe, Antonia Katharina Tesno, der Schriftsteller und Drehbuchautor war, wurde durch ihn meine Schreiberei, die ich mein Leben lang ohnehin immer praktiziert hatte, professionalisiert. Und ich begann praktisch zeitgleich, vielleicht ein halbes Jahr, nachdem ich Gregor kennengelernt hatte, selber mit Schreiben, der mich so inspiriert hat, so motiviert hat,
Und gleichzeitig arbeitete ich zu dem Zeitpunkt schon gut über 10 Jahre für meinen Hamburger Chef, für den vor einem Jahr verstorbenen, vor anderthalb Jahren verstorbenen Herrn Günther Prinz, der selber auch ein großer Verleger war und der mein Zeitzeuge, der Zeitzeuge meines Lebens war, wie er sich immer selber nannte. Ich habe diesen Mann hoch verehrt, war ein wundervoller Mensch und der mich immer bestärkt hat in allem, was ich tat. Und als ich dann angefangen habe, selber zu schreiben, war Herr Prinz natürlich auch Feuer und Flamme. Und diese beiden Männer, auf der einen Seite mein Gregor, der dann auch mein Ehemann wurde, und Günther Prinz, das waren also zwei Männer, die mich sehr inspiriert haben und überhaupt dazu mental befähigt haben, professionell das Schreiben anzugehen. Das hätte ich von alleine nie gemacht. Und so kommt es, dass ich seitdem das Schreiben, was ich immer praktiziert habe, nahtlos professionell praktiziert hatte und seitdem ein Buch nach dem anderen publiziert habe. Ja, das geht ja schon in die nächste Frage rein. Wer hat dich am meisten beeinflusst? Vielleicht kannst du ja auch noch mal was sagen, wer Günther Prinz genau war, ne? Und welche Arten von Büchern du geschrieben hast und wie sich das entwickelt hat, ja? Dann von den Themen der Bücher und wer, wie gesagt, welchen Einfluss zum Beispiel in Günther Prinz? Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen. Und dein verstorbener Mann, der Gregor Tessner, welchen Einfluss sie dann auf dich genommen haben, dir Mut zu geben, deine Gaben und Talente zu nutzen. Also, ich denke, Talente und das, was ein Mensch im Leben macht, was auch auf mich zutrifft, wurde in der Geburt von Gott angelegt in jedem Menschen. Und ich denke, die Liebe zum Schreiben und vielleicht auch die Gabe zum Schreiben habe ich von Gott geschenkt bekommen. Die hat kein Mensch von außen in mich reingelegt. Die habe ich von Gott geschenkt bekommen. Und von klein auf an, seit ich jung bin, seit ich Kind bin, gibt es drei Säulen in meinem Leben. Das ist einmal die Musik. Ganz früh als Kind war es Flöte und Klavier. Das ist das Schreiben und die Kunst, das ich immer gemacht habe. Ich habe früher als Kind, Markus, da war ich noch in der Grundschule, ich habe so gerne geschrieben, dass ich meiner Tante Briefe geschrieben habe und mir Geschichten über Zwerge ausgedacht habe und ihr das als Brief geschrieben habe. Schreiben fand ich immer toll und Tiere. Am Anfang war es die Reiterei und heute sind es die Hunde. Und diese drei Säulen, die haben immer existiert in meinem Leben und die existieren bis heute. Und Gregor und Herr Prinz, diese beiden Säulen, diese beiden wirklichen Fundamente in meinem Leben, die haben die Gaben, die Gott in mir angelegt hat, einfach nur noch mal gefördert. Wirklich, Herr Prinz war mein Förderer und Gregor wirklich hat das sehr professionalisiert oder mir dabei geholfen, das zu professionalisieren. Ja, Herr Prinz, der hatte damals den Axel Springer Verlag übernommen im Vorstandsvorsitz von dem alten Axel Springer, von dem er viel und gerne erzählt hat. Herr Günther Prinz, der ist mit 91 Jahren gestorben, 2020, einen Tag vor meinem Geburtstag. Ich habe an meinem Geburtstag, am 15. November habe ich Geburtstag, am 14. ist er verstorben. An meinem Geburtstag habe ich die Todesnachricht bekommen. Sehr plötzlich ist er gestorben. Im Garten zusammengesackt mit Herzversagen. Ich war ein paar Tage vorher noch im Büro. Er war 91, war aber wirklich toll drauf. Also der ein fantastischer Mann, fit bis zum Schluss. Und der ist eigentlich gegangen, wie er gelebt hat. Der hat gerne gelebt. Der hat das Leben geliebt. Er fand das Leben einfach wundervoll. Und er hat in den Vollen gelebt, würde ich einfach sagen. Und Herr Prinz hat mir auch sehr vermittelt, bei all meinem inneren Leiden, in der ganzen Zeit, wo ich in der Esoterik, im Okkulten verstrickt war. Und trotzdem hat Herr Prinz mir immer vermittelt, dass das Leben aber auch schön ist, weil er so gerne gelebt hat und mich immer bestärkt darin, dass wir doch die Talente, die Gott uns geschenkt haben, nutzen sollen. Und unser Bürochef übrigens war ein studierter Theologe, der ganz begeistert war, als ich dann meine ersten Bibelprojekte angefangen habe und meine ersten Bücher angefangen habe, meine ersten christlichen Projekte.
Das allererste christliche Projekt, das habe ich noch gemacht, bevor ich zur Bibelschule kam. Die Tierliebe Jesu, ich weiß nicht, ob es gespiegelt ist jetzt. Die Tierliebe Jesu, christliche Inspiration aus dem Evangelium des vollkommenen Lebens. Das Evangelium des vollkommenen Lebens zählt zu den apokryphischen Büchern, die ich heute nicht mehr unbedingt empfehlen würde nach meinem Studium oder im Zuge meines Studiums. Aber die Bibelschule, gleich im ersten Semester, hat mich inspiriert, sofort weiterzumachen mit christlicher Lektüre. Als nächstes, und da kamen wir auch in Kontakt, Markus, waren die Heilungswunder Jesu. Wunderbar. Alles wird gespiegelt. Die Heilungswunder der Apostel und eine Botschaft an die Gläubigen, eine Zusammenstellung von Bibelstellen zum Thema, gar nicht meine eigene Schrift, eine Zusammenstellung von Bibelstellen und die Zeichen und Wunder in der Bibel. Lieber Markus, das ist die Inspiration der Bibelschule. Das ist es, was die Bibelschule gemacht hat. Zeugnisse aus dem Alten und Neuen Testament, auch Bibelstellen zum Thema Zeichen und Wunder in der Bibel zusammengestellt. Die Bibelschule, und da musste ich einfach auch den Markus Rapp sofort kontaktieren. Ich habe das erste Semester gemacht und also ich war so begeistert und da wusste ich ganz genau, nach allem, was ich gelernt habe, nach allen Kursen, nach aller Esoterik, nach allem New Age, nach allem, was ich über 20 Jahre gelesen habe, das ist es. Da ist die Antwort. Christus ist die Antwort. Und die Bibelschule schließt einem wirklich, macht den Weg frei zum Verständnis des Glaubens und zum Verständnis der Bibel. Ohne die Bibelschule würde ich heute hier nicht sitzen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Katharina. Da gehen wir nachher noch mal kürzer drauf ein für unsere YouTube-Zuschauer. Ja, es ist so wichtig, dass wir Menschen wertschätzen, ne, die Gott auf unseren Weg sendet, die uns auch zu ihm lenken und die auch uns beeinflussen, überhaupt unsere Berufung zu finden. Ne? Das hast du ja sehr gut geschildert mit den Menschen, die dich beeinflusst haben, jetzt die Bibelschule. Ja, und du hast ja auch ein umfangreiches Bibelprojekt entwickelt, was mich enorm beeindruckt hat. Ich habe sowas also bisher nicht erlebt, dass du Bücher über die gesamte Bibel herausgebracht hast. Die Bibel hat ja 66 Bücher, dazu kommen wir gleich noch. Du hast das alles in Buchform herausgebracht, das musst du nachher nochmal erklären. Das ist eben außergewöhnlich produktiv und ja, das ist auch Gnade Gottes am Ende. Ne? Aber ich will noch mal kurz was zur Bolonka-Hundezucht sagen. Habe ich hier noch eine Frage? Du hast ja schon gesagt, in der Kindheit haben Tiere auch eine Rolle gespielt. Wie kam es dann? Das passt ja jetzt gar nicht so zum Bücherschreiben und dass du jetzt die Bolonka-Zucht begonnen hast. Und ja, vielleicht sagst du dazu noch mal was. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil jetzt momentan in dieser Phase deines Lebens. Genau, also interessant ist es, das habe ich noch aus der meiner Psychotherapie-Ausbildung. Ich bin ja auch Psychotherapeutin tatsächlich. Es war nicht alles verwerflich, was da erzählt wurde. Und sie hat uns beigebracht, das, was kleine Kinder spielen, gibt einen Hinweis darauf, wofür sie im Leben oder wohin ihr Weg im Leben führen soll. Und als kleines Kind schon habe ich nie Puppen gespielt. Und ich habe auch keine Kinder, weil ich keine nie Kinder bekommen konnte. Ich war sehr krank zwischendurch. Ich habe immer Kuscheltiere gespielt. Meine Mutter musste bis zum Umfallen mit mir Kuscheltiere spielen. Und mein ganzes Bett war voller Kuscheltiere. Und die Tiere, diese Liebe zu den Tieren, ich fühle mich so hingezogen zu den Tieren. Es ist ein großes Geschenk Gottes, dass mir diese Liebe für die Tiere ins Herz gelegt wurden. Und ich kann mir ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen. Und als ich dann aus der Reiterei raus war, dann war mein Leben eine Weile ohne Tiere tatsächlich. Und als ich mit Gregor hier nach Mecklenburg kam, wollten wir, als kurz nachdem wir eingezogen haben, einen kleinen Hund haben, einen kleinen Schoßhund. Und dann hatte er gar nicht weit von hier eine Züchterin entdeckt. Und ich kannte die Rasse auch gar nicht, Bolonka. Ich wusste, aber er hat diesen Hund entdeckt, der sah süß aus. Und dann sind wir da hingefahren. Damals war das noch so. Und den Hof gibt es auch heute schon gar nicht mehr. Die Züchterin auch nicht. Aber ich kam auf diesen Hof. Und diese freundlichen, süßen Hunde kamen auf mich zugerannt und freuten sich und begrüßten mich. Und innerhalb von Sekunden wusste ich, so will ich leben. Das wird mein Leben sein. So einen Hof will ich haben mit diesen freundlichen Tieren, die sich über alle Menschen freuen, die einfach nur Liebe schenken, die Herzenswärme schenken.
die wirklich auch seelische Therapiehunde sind. Ja, habe ich alles auf meiner Internetseite auch drauf. Und die Tiere sind so ein Geschenk Gottes für uns Menschen. Und ich sehe das immer wieder auch an den Menschen, die hierher kommen und Hunde kaufen. Gerade in den letzten Jahren, wo das Leid der Menschen so groß geworden ist und die Verzweiflung und die Zukunft so ungewiss ist und die Menschen so viel Angst haben. Wie viele Kunden von mir erzählen mir, hätte ich meinen kleinen Bolonka nicht gehabt. Das war meine Stütze. Wenn irgendwas an diesem Jahr gut war, dann war es mein Hund. Und also, wie oft höre ich das von alleinstehenden Frauen, von Rentnern, von Menschen, die Depressionen hatten und dann haben die einen Hund und sagen, ich habe jahrelang Medikamente genommen, alles vorbei, ich habe meinen Hund und ich bin glücklich. Also diese Tiere sind ein Geschenk Gottes und darum in meinem Herzen immer ein großer Teil meines Lebens. Ohne Tiere möchte ich nicht leben. Wunderbar. Weil wir sehen die Ursprünglichkeit Gottes auch in den Tieren, ne? Der alles mit Liebe, für Liebe geschaffen hat. Wir haben ja unser Katerchen Goldi, ich bin mit zwei Katern aufgewachsen. Und ich habe mir dann immer gewünscht, wieder diese Kater zu haben. Ja, einer ist leider vor 2 Jahren verstorben, aber das ist so eine Quelle auch für Trost, ne? Für Liebe. Und Tiere sind sehr unverfälscht. Es gibt ja auch Studien, dass Menschen länger leben mit Tieren, ne? Ja, schön, das zu hören. Vielleicht sagst du noch mal, der Schlüssel dann, bevor wir auf dein Bibelprojekt zu sprechen kommen, was war dann der Schritt, dass du zum Glauben an Jesus gekommen bist? Wie hast du erkannt, Jesus Christus ist Gottes Sohn? Und welche Bedeutung hat das heute in deinem Leben? Wie war dieser Schritt zum Glauben zu Jesus? Also, als ich dann angefangen habe, auf Bücher zu stoßen und Quellen zu stoßen, auf christliche Quellen zu stoßen, innerhalb meiner ganzen Suche, gab es tatsächlich einige ganz spezielle, konkrete Stationen, die ich benennen kann. Ein Mensch, der mir persönlich, die ich unter anderem so tief drin war in dieser ganzen Esoterik-Schiene, dass ich auch Reinkarnationstherapeutin war, Rückführung geleitet habe in frühere Leben, energetische Clearings, Arbeiten mit Fremdenergien. Also wirklich, da habe ich alles hinter mir, ich habe alles gemacht, jahrelang. Und darüber hinaus habe ich dann aber angefangen, solche Sachen zu finden im Internet wie ERF, Mensch Gott, wo Menschen erzählt haben, wie sie Jesus begegnet sind. Tolle Geschichten von Schwerstkriminellen, die in den Gefängnissen zu Jesus kamen und ihr Zeugnis geben vor der Kamera, von Menschen, die Visionen hatten, von Menschen, denen Jesus ganz reell begegnet ist. Das war so fantastisch. Ich habe darüber gefunden zu Herrn Werner Gitt. Werner Gitt kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein Informatiker und Prediger, der also ganz plausibel darstellt, da bin ich auch in meinem Buch drauf eingegangen, in den Anfangskapiteln, warum es nur so sein kann, dass diese Erde und wir geschaffen wurden. Es ist gar nicht anders erklärbar. Und das erklärt der so mathematisch und so logisch. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Und darüber hinweg bin ich dann ganz neu, seit damals, seitdem ich das erste Mal dann das Neue Testament gelesen habe, zum Lesen der Bibel gekommen. Und dann habe ich mein erstes Bibelprojekt angefangen. Ich habe die alte Luther-Version durchgearbeitet und habe alle biblischen Bücher als Einzelausgaben publiziert, mit Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft selbstverständlich, und habe mir eine Version genommen, die gemeinfrei ist, die alte Luther von 1545, und habe jedes biblische Buch durchgearbeitet. Ich habe das neu formatiert in schöner großer Schrift. Und als einzelnes Büchlein, dass jedes Buch, das Buch Hiob oder der Prediger Salomo oder das Evangelium nach Johannes, als einzelnes kleines Buch in jeder Handtasche passt, schöne große Schrift, kann man abends auf der Couch lesen, kann man im Zug lesen, kann man mitnehmen. Ich wollte, dass die Bibel ganz praktisch lesbar ist für alle. Kein dickes Buch, keine kleine Schrift, kein Buch, was einen erschlägt, wovor viele Menschen auch Angst haben vor diesem großen Buch. Diese dünnen Seiten, das schreckt ab, aber diese kleinen Büchlein,
Die nimmt man schnell mal zur Hand und liest sie durch. So wollte ich es haben. Und habe an einigen Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass nicht mal ich die Worte verstehe, weil die so alt sind, die kenne ich gar nicht, habe ich Übersetzungsalternativen aus anderen Bibelübersetzungen eingeflochten. Ja, dass auch die alte Luther, auf der einen Seite ist es Bibelsprache, auf der anderen Seite aber doch durch die Übersetzungsalternative an der einen oder anderen Stelle doch relativ verständlich. Und dann bin ich auf die Bibelschule gestoßen. Und dann wusste ich nach diesem Vorstellungspaket, und ich will ein Bibelstudium machen. Ich will es verstehen. Und dann hing ich am Haken. Also dann war es zu spät. Dann wusste ich ganz genau, das ist der einzige Weg. Christus ist der einzige Weg. Christus ist wirklich, hat wirklich diese Welt erlöst. Und Christus ist einfach die Antwort auf alles. Ja, wunderbar. Also ein sehr umfangreiches Projekt mit der Bibel. Das ist wirklich wunderbar. Und viele nutzen das ja auch, diese Einzelbücher, sehr schön. Aber dann hast du ja ein neues Projekt rausgebracht und gerade vollendet. Und zwar eine kommentierte Bibelausgabe mit allen 66 Bibelbüchern. Und dann hast du die kommentiert und auf besondere Weise erzählt. Sag doch mal was darüber. Du hattest ja auch gerade eine Lesung in Mecklenburg-Vorpommern, die, glaube ich, sehr gut angekommen ist. Was steckt hinter dieser 600 Seiten Bibelkommentar? Das finde ich ja sehr interessant und spannend. Genau, also dieses Buch tatsächlich ist weniger ein Kommentar und sie ist übrigens auch, sie ist 400 Seiten lang, ist es leider auch jetzt gespiegelt. Vielleicht kann Markus das ja unten verlinken, das Buch. Nee, kann man einwandfrei sehen, ohne Spiegelung. Ohne Spiegelung. Ein Ja. Leben, die Bibel, ein Leben in Gottes Hand. Eine essentielle Zusammenfassung aller biblischen Bücher. Ich bin folgendermaßen darauf gekommen. Natürlich einmal durch meine Begeisterung durch der Heiligen Schrift und selbstverständlich auch über die Bibelschule und da kommst auch du ins Spiel, Markus, auch über dich, weil deine so mutbringende, sonnige Art, die den Menschen so viel Mut macht, einfach sich auch zu trauen an die Bibel, zu trauen an den Glauben, das ist etwas, Markus, das müssen die Menschen sich auch trauen. Man muss sich das auch zutrauen, dass man was versteht in der Bibel. Man muss sich das auch zutrauen, dass man was versteht am christlichen Glauben. Man muss auch den Mut haben dazu, selber sich daran zu wagen an diese Materie. Und dieser Mut, das vermittelst du in deinen Videos mit einer Stärke und in einem Enthusiasmus. Das ist fantastisch. Und dass die Bibelschule und auch die Tutoren an der Bibelschule, ich höre ja beides oftmals im Original und im Deutschen, da die geben auch so viel Mut, sich ranzuwagen an dieses ganze Thema und einzutauchen und sich zuzutrauen, dass man das versteht. Und das waren also diese drei ausschlaggebenden Elemente, die mich dann dazu beflügelt haben, dass ich gesagt habe, jetzt will ich die Bibel aber auch wirklich verstehen. Und ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich hatte unterschiedliche, es waren alles englischsprachige Prediger, die unterschiedliche Serien gemacht haben, wo sie durch die ganze Heilige Schrift gegangen sind, in vielen, vielen Stunden. Und ich hatte also meine Recherchequellen und die haben alle die einzelnen Bücher so ein bisschen in der Draufsicht und thematisch haben sie die erklärt. Das habe ich immer meine ganzen, in Buchform und in Videoform habe ich meine Recherche gemacht. Dann habe ich nach der Luther 1545, nach dem Bibelprojekt, eine moderne englische Übersetzung gelesen, und zwar The Message. Das habe ich von Joyce Meyers aus der Bibelschule. Die hatte eine Passage aus The Message gelesen. Da wusste ich, die will ich unbedingt lesen, diese Übersetzung. Und habe nach meiner Recherche zu jedem einzelnen Buch das Buch selber nochmal gelesen und dann meinen Text zum Buch geschrieben. Es ist kein Kommentar. Ich bin auch keine Theologin, sondern es ist mehr vor dem Hintergrund meiner ganzen Recherche und dann meinem eigenen Eindruck und Verständnis des Buches eine Draufsicht und eine Übersicht über die einzelnen Themen der Bibel. Und so ist die Genesis, was ist das Thema der Genesis? Den Handlungsverlauf ein bisschen zusammengefasst, aber eben, was hat dieses Thema, was ist das Thema und was hat dieses Thema mit dir persönlich zu tun?
Was ist das Thema des Exodus? Kurzer Handlungsverlauf. Was hat dieses Thema aber mit dir persönlich zu tun? Wie bezieht sich dieses biblische Thema auf dein persönliches Leben? Und so ist dieses Buch gestaltet. Einmal gibt es einen Überblick über die Bücher, was darin vorkommt, und dann immer wieder eingeflochten, was dieses Thema mit deinem ganz persönlichen Leben zu tun hat. Und somit ist es nicht wirklich eine Konkordanz, sondern ich würde eher sagen, es ist ein Kompendium der biblischen Bücher, also eine Übersicht über die biblischen Bücher, immer übergeleitet zu der ganz persönlichen Bedeutung für jeden Einzelnen, eines jeden einzelnen Themas. So würde ich das Buch beschreiben. Ja, wunderbar. Das habe ich ein bisschen falsch formuliert. Es ist eher eine beschreibende Ja, genau. Bibelzusammenfassung. Da gibt es ja auch historische Hintergründe, Ja. was sehr interessant ist. Ich habe das Buch Jona von dir als Sprach- und Genau. Leseversion gehört. Sehr ansprechend. Und dann eben die praktische Brücke zu bauen in das Leben der Menschen. Was hat der Genau. Prophet Jona, ja, der Gericht in Ninive predigte und weglief von Gott? Genau. Dann hat Genau. Gott einen Wal gesandt, ihn verschluckt und wieder ausgespuckt. Und dann hat er eine ganze Stadt zur Buße geführt. Was hat das mit deinem Leben zu tun? Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig und spannend. Und ich freue mich auch schon bald, das Buch in der Hand zu haben. Und das empfehlen wir auch sehr gerne hier über den YouTube-Kanal. Und ich glaube, das ist hilfreich für Menschen, die die Bibel wirklich entdecken wollen, ne? Dass die Bibel wirklich in unser Jahrhundert und in unsere ganzen Probleme hineinspricht. Jetzt zur Bibelschule, die hast du ja jetzt mehrfach erwähnt. Die letzten 2 Jahre Genau. hast du die ISCD-Bibelschule gemacht. Das ist ja die größte multimediale Bibelschule der Welt. Genau. Wir sind das Europabüro. Ich habe mit dem Gründer Baron Gilfillan, ein Südafrikaner, der die Fernseharbeit und Medienarbeit für Reinhard Bonke aufgebaut hat in den 90ern. Ich habe mit ihm ja in Kalifornien studiert. Und wir haben, damit die Zuschauer sich das mal ein bisschen vorstellen können, wir haben das Vorstellungspaket, das du erwähnt hast. Genau. Wo du gesagt hast, wow, das muss ich Genau. studieren. Genau. Da ist unser Gesamtkatalog. Wir haben ja Bachelor-Master-Programm, ein Buch über die Geschichte und Vision der Bibelschule. Und dann haben wir 3 Fachlich. Muster-Videolektionen. Genau. Und schaut euch das doch auf www.isdbibelschule.de gerne an. Das könnt ihr für nur 15 Euro oder für die Schweiz 25 Schweizer Franken bestellen. Was war denn deine Erfahrung mit der Bibelschule? Und warum kannst du das anderen empfehlen? Warum sagst du, eine Bibelschule, das ist eine Sache, die wirklich Menschen helfen und ihr Leben positiv verändern kann? Warum? Ja, weil es einfach einem den christlichen Glauben aufschließt. Man kann jetzt alleine die Bibel lesen, sicherlich hier und da ein paar Predigten zum Thema hören. Meistens sind Predigten eher so gestaltet, dass sie zu bestimmten aktuellen Zeitgeschehen, Thematiken aufgreifen, was ja auch wichtig ist. Aber systematisch, dass man jetzt Lektionen hat, die einem die Themen des grundlegend christlichen Glaubens aufschließen, das hat man in den Predigen eher weniger, sondern eben in den Bibelschulen. Und ich kann ja nun wirklich, wirklich reinen Herzens sagen, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier ein Werbevideo mache, oder das sage ich nicht, weil ich jetzt irgendeine Propaganda oder irgendwas propagieren will, sondern ich sage das, weil es einfach so ist, dass die Bibelschule wirklich das Beste ist, was mir in all diesen Lehren und all diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, passiert ist und zu meinen Ausbildungen. Ich habe meinen Heilpraktiker, meinen Tierheilpraktiker, und ich bin Psychotherapeutin, also ich habe meinen kleinen Heilpraktiker, der also extra nochmal eine ganzheitliche Psychotherapieausbildung sozusagen. Ich habe eine dreijährige Ausbildung am Institut für emotionale Prozessarbeit, der geleitet wurde von einer Psychotherapeutin und einer Ärztin, die also eine bestimmte, ich würde heute sagen, okkulte Art der heiltherapeutischen Sitzungen ins Leben gerufen haben. Und ich habe dann nach dem Abschluss an der Heilpraktikerakademie an einer internationalen Uniklinik in Sri Lanka weiter studiert, habe da meine internationale Heilerlaubnis
erhalten und aufgrund außerordentlicher Leistungen meiner Doktorate verliehen gekriegt in Akupunktur und Homöopathie. Also ich war wirklich da drin und von all diesen Ausbildungen, die ich je gemacht habe, ist die Bibelschule wirklich das, was das alles inhaltlich toppt und wo wirklich Antworten aufs Leben zu finden sind und wo wirklich Antworten auf das zu finden sind, was eigentlich die Substanz des christlichen Glaubens ist. Wir sagen, wir sind Christen, okay, und wir haben die Werte und wir haben die 10 Gebote und so, aber was bedeutet das eigentlich, die Geistesgaben? Was sind die Geistesgaben? Was bedeuten die Grundlagen des Glaubens? Was bedeutet es eigentlich wirklich zu sagen, Christ zu sein? Was heißt das im praktischen Leben? Und da ist so viel Weisheit drin, da ist so viel Wissen drin, da ist so viel Lebenspraktisches drin. Da ist so eine unglaubliche Wertevermittlung drin, alles in einem Paket, in dieser Gesamtschau. Und da ist auch so viel Geistiges drin, also auch Kurse wie ein Überblick über das Neue Testament, wo also wirklich ganz strukturiert über das Neue Testament gegangen, was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Evangelien. Also man hat wirklich alle Bereiche einfach abgedeckt. Und das war einfach wirklich das Umfassendste, was ich bis jetzt an allen Ausbildungen gefunden habe. Ich Reinkarnation, energetisches Clearing lese ich hier gerade noch in meinen Aufzeichnungen. Ja, das war alles Teil, was ich mal gemacht habe. Und wenn man wirklich tief ins Christentum reinguckt und in den christlichen Glauben und den verstehen will, über eine Schule, wir lernen alles in irgendeiner Schule. Alles, was wir lernen, lernen wir in irgendeiner Ausbildung. Und der christliche Glaube und die Grundlagen, die kann man eben auch in einer Schule lernen. Und das kann ich jedem, gerade in heutiger Zeit, der nicht weiß, woran er sich orientieren soll, auf welchen Werten er sein Leben aufbauen kann oder soll, wie sind eigentlich christliche Werte definiert vor dem Hintergrund all dieser furchtbaren Verirrungen, die wir in der heutigen Zeit erleben, dem kann ich diese Bibelschule als Orientierung wärmstens Ja, wir können unsere Zuschauer ja auf die Webseite der ISED Bibelschule gehen. Und wir haben ja über 20 Jahre gesehen, dass Menschen verändert wurden, ja, in ihre Berufung überhaupt reingekommen sind. Hat dir das geholfen, deine Berufung klarer von Gott zu entdecken? Wie hat dich die Bibelschule beeinflusst, jetzt auch deine Gaben zu nutzen? Du bist ja ungeheuer produktiv jetzt die letzten 2 Jahre, wo du die Bibelschule gemacht hast. Jetzt machst du sogar schon den Bachelor. Ja. Wie hilft das? Bin fertig. Bin fertig Ja. mit dem Bachelor. Ja. Schon fertig. Ja, Ja, ich du habe bist ja ja schon mein. im Masterstudium. Sagenhaft. Und nebenbei die ganze Bibel herausgegeben. Und dann, wie kann das Menschen helfen, dass sie ihre Berufung entdecken und festmachen? Und dann wirklich ermutigt werden, ihre Gaben zu nutzen, einen Unterschied zu machen in dieser Generation. Also ich denke, es kann die Menschen vor allen Dingen immer weiter dazu befähigen, Gottes Stimme wahrzunehmen in ihrem Leben. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich erinnere mich an unser allererstes Telefonat, wo ich wirklich noch als Fremde angerufen habe und dich gefragt habe, ja, aber ich lebe doch sehr zurückgezogen und ich bin Autorin, ist denn das so das Richtige für mich? Und Markus hat dann gleich gesagt, das wird dich so inspirieren zu neuen Buchprojekten. Und er hatte so recht. Er hat Wow. so recht gehabt. Also, War ein da prophetisches Wort. Ja. ein prophetisches Wort. Ich denke, die Bibelschule und natürlich am Ende, wohin leitet denn die Bibelschule? Sie leitet einfach immer tiefer in den eigenen Glauben an Christus. Und natürlich ist die Antwort am Ende aller Tage nicht die Bibelschule, sondern Jesus Christus. Da leitet die Schule ja hin. Und ich denke, je klarer wir einfach unseren Weg in Christus sehen und verstehen, je deutlicher wir immer wieder jeden Tag uns neu für Christus entscheiden und für den Weg und die Wahrheit und das Leben, wie Christus ja war, entscheiden. Umso deutlicher wird uns unser Weg von Gott gewiesen werden. Und für jeden Menschen ist es ein so individueller, dass es dafür gar kein Konzept gibt. Die Antwort hat Gott alleine und die Antworten sind da. Und wer meint, die Antworten sich
irgendwie im Dunkeln zu bewegen und die Antworten seit viel zu langer Zeit nicht sehen oder finden zu können. Dem sei als Orientierung natürlich auch mein Buch und die Bibelschule empfohlen. Dieses Buch ist ein hervorragendes Begleitbuch zur Bibelschule, um einen Überblick zu kriegen über die gesamte Heilige Schrift vor dem Hintergrund, ja, diese Bibelschule lehrt. Wo siehst du denn die größten Nöte, wenn du dich so umschaust, die größten Nöte heute in der Gesellschaft? Und wie hilft der christliche Glaube dafür, dass wir nicht Teil des Problems sind? Die Probleme, Krisen nehmen ja zu. Wo siehst du diese Krisen heute, die größten Nöte? Und wie hilft der christliche Glaube? Also, das ist eine der schwersten Fragen, die du mir geschickt hast, und ich glaube, eine der wichtigsten. Ja, ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht. Und ich glaube tatsächlich, eine der größten Probleme heute ist unter anderem diese unglaubliche Reizüberflutung mit Desinformationen aus den offiziellen Medien. Und eines der größten Probleme ist eine eklatante Fehlleitung der Gesellschaft und eine Fehlleitung des Denkens der Menschen bei einem gleichzeitigen Sprachdiktat, was den Menschen aufoktroyiert wird von oben, mit Verboten und Vorschriften, was man sagen darf und was man denken darf. Und das alles vor dem Hintergrund des totalen Verlustes der christlichen Werte. Wir Christen sind angehalten zur Wahrhaftigkeit und zur Freiwilligkeit. Wo die Wahrhaftigkeit und wo die Freiwilligkeit verloren geht, sind die christlichen Werte nicht mehr vorhanden. Wo Zwang ersetzt wird, wo Zwang als Ersatz dient für die Freiwilligkeit und wo Lüge die Wahrhaftigkeit ersetzt, sind die christlichen Werte verloren. Und ich denke, um das zu durchschauen, um diesen Dschungel an unfassbaren Lügen zu durchschauen, das Falsche wird für richtig erklärt und das Richtige wird als falsch erklärt. Und diejenigen, die das Richtige richtig nennen, werden ja teilweise fast schon kriminalisiert in unserer Gesellschaft. Das erste Mal in der Geschichte werden die christlichen Werte, die Menschen, die sagen, Gott hat die Welt geschaffen und den Mann als Mann und die Frau als Frau, das erste Mal in der Geschichte werden die christlichen Werte, die immer für Güte und Nächstenliebe standen, kriminalisiert. Und wir müssen uns fragen, wird eine neue Verfolgung der Christen kommen, die für eine ganz klare göttliche Ordnung auch stehen? Und hier sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr. Die Menschen haben Angst, die Menschen trauen sich nicht, bestimmte Dinge zu sagen und zu denken. Das Falsche wird als das Richtige propagiert und es trauen die Menschen sich nicht dagegen, etwas zu sagen, weil es teilweise unter Strafe steht, auf jeden Fall unter gesellschaftlichem Ausschluss. Und das ist auch schon eine Strafe. Und es ist wichtiger denn je, meiner Meinung nach, zu erkennen, dass die Verantwortlichen nicht Gott dienen, sondern sie dienen entweder ihren eigenen Interessen oder den Interessen einer gewissen wirtschaftlichen Einflussnahme. Und selber tief im Herzen zu verstehen, was die christlichen Werte und vor allen Dingen, wer Christus wirklich für diese Welt ist und war und immer sein wird, ist meiner Meinung nach die Antwort, die ultimative und die beste und die fundamentalste Antwort auf all diese Verirrungen, auf all diese Lügen und auf all diese Abartigkeiten, die propagiert werden in der heutigen Zeit. Ja, ich denke, da sprichst du den Schlüsselpunkt an, ne? Dass wir heute wirklich in einem Kulturkampf sind,
von antichristlichen Ideologien, ja, wo Wertegrundlagen des christlichen Abendlandes, der Bibel, des Glaubens zerstört werden und ersetzt werden durch menschliche Philosophien, ja, die ja wie eine Ersatzreligion Genau, sind. Und ich genau, denke, dieser Kulturkampf, da müssen wir Christen Mut gewinnen durch den genau, Glauben, genau. dass der Glaube an den Gott der Bibel, an Jesus Christus, ja, dass Gott der Allmächtige ist und hinter jedem steht, der ihn ehrt, der ihm folgt, der wirklich Glauben hat an den wahren Gott der Bibel. Und dann wirst du mutig. Und dann kannst du eine Stimme werden für Wahrheit, ja. Also ich interpretiere das einfach noch so ein bisschen, was du jetzt gesagt hast. Und wir brauchen wieder Stimmen für die Wahrheit. Genau. Die Und für Mut den Mut, haben, Markus, Namen für den Mut bist du zuständig. haben. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist zuständig. Aber wir müssen uns entscheiden, dass wir mutig sind, Menschen zu lieben, Menschen zu ermutigen. Ja, auch wie Paulus sagt, ja, dass das Böse, dass die Lüge strafend aufzudecken, weil die Wahrheit ist immer stärker als die Lüge. Und Genau. das ist jetzt auch noch mal eine Frage an dich. Du musizierst ja jetzt auch wieder, trittst in Konzerten auf, ja, und du malst ja auch. Also ich bewundere das, ja, die Vielseitigkeit der Künste. Und wir haben auch viele Künstler, die jetzt das hier hören. Wir haben in unserer Gemeinde ja eine Musikschule. Wir haben viele Musiker, Maler, Künstler. Ich will das mehr und mehr sehen, weil ich glaube, wir müssen wieder eine starke Kultur haben, die attraktiv ist, ja, und anziehend, dass Menschen sagen, wow, das ist besser als alles Zerstörerische in der Welt, ja. Welche Rolle spielt für dich Musik und Kunst in der Vermittlung des Glaubens, für dich ganz persönlich? Welche Rolle ist für dich Musik, Kunst, Kultur? Also ich glaube ja, die Gaben, die ein Mensch hat, die hat Gott dem Menschen geschenkt. Und die Gaben, die ich habe, sind Gottes Geschenke an mich. Und darum sehe ich als meine Pflicht an, diese Gaben auch auszubauen und zu nutzen. Meine Mutter hat uns zu Hause diesen schönen Gedanken vermittelt, der hing sogar eine Zeit lang. Wir hatten so eine kleine Pinnwand, wo immer jeder so rangepinnt hat, wo er gerade ist oder bei welchem Freund er sich gerade befindet oder bei welcher Freundin er gerade zu Besuch ist. Und die hat uns da hing an dieser Pinnwand, wenn man reinkam und an die jeder als erstes geguckt hat, wenn er ins Haus kam, dieser schöne Spruch: Deine Gaben sind ein Geschenk von Gott an dich. Und sie zu fördern und zum Wohle aller zu nutzen, ist ein Geschenk von dir an Gott. Und ich denke, das trifft es sehr schön. Und ich denke auch da draußen, ich möchte auch jeden ermutigen, wenn ihr Gaben habt, das ist ein Geschenk. Und sie zu nutzen und in die Welt einzubringen, dazu sind wir in einem gewissen Sinne auch ein Stück weit verpflichtet, ja. Und jeder sollte sich trauen, diese Gaben zu nutzen und in die Welt zu bringen. Niemals werden alle Menschen um einen rumstehen und jeder findet einen toll und applaudiert. Mich findet auch nicht jeder toll. Es gibt auch genügend Menschen, die nicht gut finden, was ich mache und die meine Bücher nicht lesen und meine Musik nicht hören. Aber es gibt sehr, sehr viele, die tun das, die sehr berührt davon sind. Und Gott hat diese Gaben in einen Menschen nicht umsonst gelegt. Und ich kann jeden ermutigen, auch wenn es Widersacher gibt oder auch wenn es negative Stimmen gibt, nichtsdestotrotz, es hat einen Grund, warum man diese Gaben hat. Nutzt sie. Sie sind ein großes Geschenk und eine große Bereicherung für die Welt. Jetzt schließe ich mit einer letzten Frage unser Interview für heute ab, liebe Katharina. Danke jetzt schon für die Zeit und dass du dich darauf vorbereitet hast. Ich glaube, das waren so viele wertvolle Inhalte. Letzte Frage: Was ist das wichtigste Buch für dich, für dein Leben und warum ist das so? Ich glaube, die Antwort ist einfach. Selbstverständlich die Bibel, welches Buch sonst, die Heilige Schrift, das ist einfach Gottes Wort. Und das ist einfach das Buch der Bücher. Und ich denke tatsächlich, die Bibel ist schwer zu lesen, die Bibel ist schwer zu verstehen. Und es hat einen Grund, warum immer wieder Pastoren, Priester, Prediger und auch ich mich daran gemacht habe, einen Überblick über die einzelnen Bücher zu geben, wirklich zu recherchieren, Quellen zu recherchieren, zu lesen, um
zu verstehen, in welchem Lichte man einiges lesen kann. Es ist wirklich teilweise sehr schwer zu verstehen. Die Bibel ist es mehr als wert, verstanden zu werden. Und wer sich nicht an die Bibel selber wagt, sondern eben einen Einstieg finden möchte über die einzelnen Bücher und die Themen, als Begleitung für Bibelkreise und oder für Bibelkreise, die gerne durchgehen möchten durch die ganze Bibel, ist nach wie vor empfohlen, die Bibel eine essentielle Zusammenfassung aller biblischen Bücher. Und wenn du erlaubst, Markus, würde ich als Schlusswort gerne den Klappentext für die Zuschauer einmal vorlesen. Du suchst Halt in dieser unsicheren Zeit. Du sehnst dich nach Sicherheit und Trost. Du bist über die Ereignisse in dieser Welt besorgt, ja vielleicht sogar beängstigt. Es gibt einen Hort der Sicherheit, der Kraft spendet, Geborgenheit schenkt und ewig ist. Sobald du diesen Hort der Sicherheit und diese Quelle der Kraft für dich erschlossen hast, ist sie unerschöpflich. Dieses Kompendium der biblischen Bücher möchte dich dazu einladen, dich auf die Reise zu machen, um eben diese unversiegbare Quelle zu erschließen. Hast du dich schon einmal gefragt, was die Bibel mit dir persönlich zu tun haben soll? Diese essentielle Zusammenfassung aller biblischen Bücher gibt Antworten. Sie ermöglicht es dir, einen Überblick über die Heilige Schrift zu gewinnen, den Zusammenhang der einzelnen Bücher zu verstehen und einen unmittelbaren Bezug zwischen dem Inhalt der Bibel und deinem ganz persönlichen Leben herzustellen. Die Bibel ist nichts Abstraktes, sondern Gott spricht durch dieses Wort zu seinen Kindern, die er liebt und zu denen er in Beziehung treten will. Erlaube seinen Worten, dich zu berühren, deinem Leben eine neue Perspektive zu geben und dir damit eine ganz neue Welt zu eröffnen. Fühle dich zu einer Reise durch das Buch der Bücher eingeladen und dazu jeder Thematik einer jeden Zusammenfassung dein Herz zu öffnen. Es empfiehlt sich täglich, eine Zusammenfassung zu lesen und die daraus entsprungenen Inspirationen mit in den Tag bzw. die Nacht. Du wirst erleben, wie sie dich, dein Denken und dein Leben positiv verändern. Und ich habe es abgeschlossen mit diesem schönen Vers aus dem Johannes 16, 33. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wunderschön, Katharina. Vielen Dank. Also das Buch ist über deine Webseite bolonka-zucht.de bestellen. Ich möchte nochmal anmerken, wenn du die Bibel das erste Mal liest, fang mit dem Neuen Testament an. Fang mit den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes an, dann die Apostelgeschichte, die über Pfingsten berichtet, dann die Briefe von Paulus, Petrus, auch den engen Jüngern Jesu, und dann schließt es mit der Offenbarung. Und dann gehst du zum Alten Testament. Weil das Alte Testament kannst du erst richtig verstehen, auch im Licht der Erfüllung, die durch Jesus Christus gekommen ist, den neuen Bund im Blute Jesu Christi, der den Preis bezahlt hat zur Vergebung unserer Sünden, dass wir ewiges Leben haben. Jesus ist die Tür in den Himmel und alle Propheten im Alten Testament haben in hunderten Stellen auf den Sohn Gottes, den Erretter der Menschheit, hingewiesen. Darum fang mit dem Neuen Testament an. Wenn du ein Neues Testament noch nicht hast, kann ich dir gerne kostenlos eins zuschicken. Schreib mir einfach eine E-Mail an info@isddbibelschule.de. Schreib lieber Markus, ich brauche ein Neues Testament, schick es mir doch bitte zu und dann werde ich gerne auch noch ein hilfreiches weiteres Buch als Geschenk schicken. Vielen Dank, liebe Katharina, für dieses wunderbare Interview. Ich glaube, das hat viele ermutigt, Gott mehr zu suchen und mutig zu sein, die Gaben und Talente auszupacken. Und dann wird Gottes Salbung und Kraft kommen, dass man Dinge schaffen kann, die man gar nicht für möglich gehalten hat. Weil wir sind nicht allein.
Gott hat uns Gaben gegeben, aber er befähigt uns auch, unsere Gaben zu nutzen. Gerade kommt mir noch eine letzte Sache in den Sinn, die ich ergänzen will. Wir werden ja jetzt im kommenden Jahr eng zusammenarbeiten Ja, und Gott hat genau. uns das beiden gezeigt, dass du mir helfen wirst, Ja. Bücher rauszubringen von Genau. mir und viele der besten Predigten von mir als Bücher Genau. rauszubringen. Ja, und dann auch Mini-Bücher, die wir evangelistisch nutzen. Mich begeistert das. Ich habe ja ein Video auf meinem YouTube-Kanal, das neue Buchprojekt. Ich Ja, danke genau. allen YouTube-Zuschauern. Ich wollte 20 Skripte rausbringen. Wir haben mittlerweile 32 Skripte von YouTube-Videos entwickelt. Du wirst Bücher daraus setzen und Ja. machen. Und ich glaube, das wird ein Segen werden für viele, viele tausende Menschen. Auch für unsere wachsende evangelistische Arbeit. Willst du dazu noch ein Wort sagen, warum du auch bereit bist, diese Buchprojekte rauszubringen? Warum denkst du, ist das eine gute Sache? Also ich glaube, das ist eine gute Sache, weil jeder Prediger, jeder Pfarrer, jeder Pastor hat ja seine eigene Art und Weise. Und was ich so toll finde an deiner Art und Weise, weswegen ich auch glaube, dass das so förderungswürdig ist, ja. Ja, ich hatte das vorhin schon angedeutet. Das, was in der heutigen Zeit oft fehlt, ist Mut. Mutig zu sein, sich an den Glauben zu wagen, mutig zu sein, sich zuzutrauen, sich an die Bibel zu wagen, mutig zu sein, Jesus zu suchen und zu Jesus zu stehen und zu sagen, ich bin ein Jünger Jesu und Jesus ist mein Herr, das erfordert Mut. Und diesen Mut, diese Kraft, diese Zuversicht, schon wie du deine Videos immer anfängst, mit solch einer Inspiration und solch einem Enthusiasmus, das ist sehr besonders. Und das spricht das auch aus deinen Predigten raus. Und ich finde Mut, Zuversicht, Enthusiasmus, Kraft, eine große Kraft spricht aus dir raus. Das wird die Welt sehr, sehr bereichern. Und diese Projekte, die werden nicht nur auf meiner Bolonka-Seite erscheinen, bolonka-zucht.de, das ist eine Sache, meine Bolonka-Sache, aber meine persönliche Seite mit meinen ganzen Büchern, Buchprojekten, antonia-katharina.de, die können wir hier auch unten verlinken, auch wie das Buch und das Buchprojekt. Es wird alles auch auf meiner eigenen Seite gelistet. Es wird alles erscheinen auf meiner eigenen Seite. Je mehr, je weiter das rausgeht, umso mehr Kanäle, umso besser, umso mehr Menschen erreicht werden mit Christus. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um Antonia Katharina. Es geht nicht um Markus Rapp. Es geht um Jesus Christus. Das ist der Kern. Darauf läuft es hinaus. Und dahin soll es führen. Und diese Bücher, die Bibel, die Markus verschickt oder das Buch oder die anderen Sachen oder die Predigtbücher, der Kern ist Jesus Christus. Das ist das Ziel. Und wir hoffen und wünschen und beten dafür, dass ihr diesen Weg findet und erlöst werdet in eurem Leben. Genau wie ich in meinem Leben erlöst wurde durch Christus. Vielen Dank, liebe Katharina. Es ist eine Freude, dass man als Familie von Christen, ja, als Leib Christi zusammenarbeiten kann. Dann kann man viel mehr schaffen und ich freue mich riesig, ich weiß auch jetzt schon andere, auf diese Bucherscheinung. Und ich glaube, du hast das nochmal sehr gut angesprochen. Dafür schlägt auch mein Herz. Ermutigung ist, was die Menschen am meisten heute brauchen. Dass sie Mut haben, in Glauben, Liebe, Hoffnung zu wachsen, ja. Und auch der Schlüssel, dass wir sagen, Gott alle Ehre. Mich hat als junger Christ beeinflusst, was Johann Sebastian Bach über sein Werk geschrieben hat, Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und wenn wir so motiviert sind, dann ist das die richtige Motivation, unseren Nächsten zu helfen, dass ihr Leben gebaut wird, dass sie erfolgreich werden, dass sie durch diese wachsenden Krisenzeiten siegreich gehen, viel Frucht bringen und dass die Ehre allein Gott und Jesus Christus gebührt. Genau. Vielen Dank, dass ihr euch das Interview angeschaut habt. Schreibt doch eure Kommentare unten hin. Vielleicht habt ihr auch weitere Interviewvorschläge, wo du sagst, Mann, diesen Mann oder diese Frau sollte man mal interviewen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Leitet dieses Interview weiter, wenn du denkst, das ermutigt und hilft anderen. Und vielen Dank, Katharina, nochmal für deine Zeit und Gottes reichen Segen euch.
bis wir uns wiedersehen, auch in weiteren neuen Interviews. Abonniere meinen YouTube-Kanal, gib ein Like für dieses Video, damit es sich auf YouTube verbreitet. Gottesreichen Segen.